sehe, Melina. Ja, ja, du bist so schön. Na, der berüchtigte Birdie. Rick. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dom ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass Sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Habe ich recht? Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche Sie also gar nicht, oder? Warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen nicht ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut machen. Ach, wirklich. Glauben Sie mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, Scheiße. Hey. Ach ja, ein herrliches Dodi, wer ist, wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe dieses Hirn. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt, er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay. Die alte ist so eine... Agency-Schlampe. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja! Was ist denn los? Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Wie finden Sie, wenn Sie sie verarschen? Aber wenn ich Ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen Sie denn nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's mir. Jetzt verschwinden Sie, Birdie. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut, Mann. Alles gut. Du denkst so, du kannst mich abservieren, was? Daraus wird nichts, Mann. Ich habe eine Überraschung für dich. Genauer gesagt, ich habe eine Überraschung für alle. Ja, Mahlzeit zusammen. Während unser Birdie also nichts unversucht lässt, um das Klischee eines schmierigen kleinen Hinterhofinformanten gerecht zu werden. Und so eine kleine Dreiecksbeziehung mit unserem sympathischen Freund Black Dexter aufbaut, haben wir uns immer noch sichtlich angesäuert auf den Weg nach Hope in South Dakota gemacht. Das Zentrum aller kriminellen Superhirne, wie mir scheint. Und sind dort mal ins Great Balls of Fire einmarschiert, weil sich herausgestellt hat, dass unser lieber kleiner Lenny sich hier des Öfteren rumtreibt. Und da der liebe kleine Lenny nun mal unsere Victoria hat und der Barmann nun mal in der unglücklichen Lage ist, immer alles zu wissen, sind wir nun hier, um den netten Herren an der Bar mal ganz nett und freundlich natürlich
zu fragen, wo sich Lenny denn so desweilen rumtreibt. So, da man da hinten gut schon diese Schilder sehen kann, no suit, no tie, beyond this point, da gut gekleidete Männer bei Landeiern nicht so gern gesehen sind, werden wir uns dann einen Alternativweg überlegen müssen. Und ich denke, da der Hitman noch einiges an Aggressionspotenzial zum Abbauen hat, wäre der beste und klügste Weg dafür wohl, so eine kleine Kneipenschlägerei anzuzetteln. Und da ja allgemein bekanntermaßen Landeier total auf ihre Country-Musik stehen, werden wir das erreichen, indem wir den hier jetzt mal einfach den Saft abdrehen. Hier ab dafür. Was soll der Mist? Was hast du jetzt zu suchen, Fremder? Blödes Arschloch! Biker-Schwuchtel! Wer ist hier eine Schwuchtel? Ja, mein diabolischer Plan ist auch schon aufgegangen und wir stürzen uns hier mal rein ins Getümmel. Ah, da will auch schon der erste Karussell fahren. Gute Nacht, Marie! Ja, du siehst auch müde aus. Leg dich mal hin hier. Schlaf gut. Hier die Herren, darf ich einschenken? War mir ein Vergnügen. Ja, du kannst dich jetzt zu den Gesellen. Hier, mach mal ein Nickerchen, Jung. Hier, ich gebe eine Runde, Jungs. Immer wieder gern. Ach, den willst du auch mal? Da hast du, mein Freund. Hier mal so einen kräftigen Schluck für zwischendurch. Und weiter geht's. Leg dich mal hin und gute Nacht. Wir müssen hier raus, sonst sieht die Schatten. Geh mal hier drüben mal, die sehen mir auch sehr nett aus. Hier, schlaf mal, Junge. Ja, leg dich hin, du siehst sehr angeschränkt aus. Magst du auch was trinken? Bitteschön. Wir kriegen aber auch nie genug hier. Naja, so eine Pistole wäre jetzt aber auch so ein bisschen sehr übertrieben, möchte ich meinen. So einen tollen Kampf habe ich seit Jahren nicht gesehen. Die Details interessieren mich nicht. Sie sind all die Male entgangen, als sie Donna Joe verprügelt haben. Ja, Junge, du weißt halt nicht, wie man das macht, Junge. Ich zeig dir das hier mal. Pass mal auf. Sehen, ja, so regelt man die Situation. Alles klar. Heißer Abschaum, den schlag ich die Zähne ein. Oh, Scheiße! Ausgezogen! Macht gut. Schnauze! Gib mir den Stuhl, den da geht's gar nicht hoch. Ja, Jungs, tut mir leid. Hab mich verlaufen, ne? So, mal so ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Barmann führen, Junge. Wir wollen hier ein paar Antworten. Komm mal näher. Hey, hey, ich arbeite hier, okay? Bitte tun Sie mir nichts, ich arbeite hier nur. Beim Friseur. Jeden Tag um Schlag 12. Hey, Kumpel. Was macht das Landleben? Sind die Leute nett zu Ihnen? Gehen Sie bei Gelegenheit mal in McGarmans Waffenladen. Hab ein kleines Geschenk für Sie.
Ja, also wir merken, mit so ein bisschen Nachdruck kriegt man von jedem Barmann die Antwort, ne? Ich denke, wir sind da relativ zivilisiert durch. Oder so. Ja, das Spiel hat das ein oder andere Mal öfter mal hier so kürzere Passagen, einfach nur um die Story voranzutreiben. Das wird jetzt aber nicht zur Gewohnheit, also da kommen auch wieder längere Dinger. Und ich würde sagen, damit wir unsererseits natürlich auch die Dreiecksbeziehung zu unserem Birdie aufrechterhalten, schauen wir uns dann mal an, was für ein kleines Geschenk er für uns hat und machen uns dann mal auf die Suche nach unserem lieben kleinen Lenny. Wir haben unsere Grenzen, selbst die sie gut verzeichnen. Yeah.